Es ist Montag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz weiter niedrig. Brandserie, mehrere Feuer in der Havelstadt. Und Roland Cup, Sumo-Turnier in der Havelstadt. Damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch in die heutige Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut liegt mit Stand vom Montag bei 440. Die Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag wurden wegen des Wochenendes noch nicht mitgeteilt. In den letzten 7 Tagen gab es 317 Neuinfektionen. Am Wochenende kam es in der Havelstadt wieder zu mehreren Bränden. Die Feuerwehr musste am Sonntag gleich mehrfach ausrücken. Zweimal ging es dabei zum BC-Center. Nachdem die Feuerwehr dort bereits gegen 19.30 Uhr einen kleinen Brand gelöscht hatte, wurde sie gegen 22.30 Uhr ein weiteres Mal gerufen. Jetzt brannte es in einem eingezäunten Außenlager. Dieses Mal brannten mehrere gestapelte Holzpaletten und ein Stapel OSB-Platten. Um ein Übergreifen der Flammen auf Gebäudeteile des Centers zu verhindern, wurde während der Löscharbeiten auch die Wand des Centers mitgekühlt. Während des Löscheinsatzes der Brandenburger Berufsfeuerwehr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt zur Besetzung der Wache alarmiert. Die musste dann selbst wegen eines Gaseinsatzes noch in die Franz-Ziegler-Straße ausrücken. Zudem war die Polizei vor Ort und ebenso ein Polizeihubschrauber, der aus der Luft das Umfeld der Brandstelle überprüfte. Nach Erkenntnissen vor Ort war die Polizei auch am Boden unterwegs, um nach möglichen Tatverdächtigen zu suchen. Verdächtige Beobachtungen können Zeugen der Polizei melden. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Am Samstag war es wieder Zeit für den traditionellen Roland Cup. Bereits zum 6. Mal kämpften knapp 100 Sumotori um Qualifikation für die World Games in Amerika. Samstag fand nun zum 6. Mal der Roland Cup im Sumo in der Dreifelderhalle am Wiesenweg statt. Organisiert wurde er wieder einmal von der PSG Dynamo. Eingeladen waren dazu rund 100 Kämpfer aus 8 Ländern. Für Sandra Köppen-Zuckschwert war es wieder eine Ehre, so viele Sportler in der Havelstadt begrüßen zu dürfen. Vor allem aber die Sportler aus der Ukraine. Ich begrüße ganz herzlich unsere Sportler aus Aserbaidschan. Aus Polen, aus Estland, Norwegen, Italien, Frankreich und besonders habe ich mich gefreut, als unsere Sportfreunde aus der Ukraine kurzfristig zugesagt haben und hierher gekommen sind, obwohl die Zeiten ganz, ganz schlimm sind. In unserer Halle begrüße ich unseren
EFS-Präsidenten Herrn Darius Rossom und Vizepräsident Rio Brennigmen aus Estland. Eben war noch Frau Steinhäuser von der Stadt Brandenburg hier. Sie sieht jetzt nicht. Ist Frau Steinhäuser noch da? Da ist sie! Ist Herr Bratke hier? Da hat sie ja noch schon gesagt. Hallo, Herr Bratke! Vom Stadtsportbund. Wir sind angewiesen bei so einer Veranstaltung logischerweise auf die Stadt Brandenburg, auf den Stadtsportbund, auf die Ministerien im Land Brandenburg. Und nur so sind wir in der Lage, so eine Turniere durchzuführen und zu bezahlen vor allen Dingen. Ja. Besonders herzlich begrüßt wurden die ukrainischen Sportler, die zum Teil bereits in Deutschland als Flüchtlinge leben. Die Ukrainer wurden vom Landesverband vom Startgeld befreit und für ihren Aufenthalt rundherum mit Übernachtung hat der Landesverband extra 1.500 Euro bereitgestellt. Der Roland Cup ist für die Kämpfer wichtig, um Punkte für einen Startplatz bei den künftigen World Games in Sumo zu erringen. Für Deutschland werden in Birmingham in Alabama, USA gleich 4 deutsche Frauen jeweils in ihrer Gewichtsklasse antreten, denn sie sind bereits qualifiziert und erhielten am Samstag ihre Nominierung. Annika Schulze, Stefanie Steinmetz sowie die Geschwister Kerstin und Daniela Schmitzdorf. Vielleicht in den USA bei den World Games nach vorne bitten, und zwar Stefanie Steinmetz, 65 Kilogramm bis 80 Kilogramm, Daniela Schmitzdorf bis 80 Kilogramm, Kerstin Schmitzdorf und im Schwergewicht Annika Schulze. Herr Rossum, die IFS hat eine schöne Urkunde gemacht. Ich finde, es ist ein schönes Andenken. Die haben wir gerahmt und ein hübsches Blümchen für euch. Es ist eine schöne Erinnerung und ich hoffe, dass wir nicht nur eine schöne Zeit haben, Ladies, dass wir nicht nur eine schöne Zeit haben, sondern dass wir auch Erfolge feiern können. Okay? Die 4 Frauen kommen alle aus der Hafenstadt und werden bei den World Games in Alabama für Deutschland antreten. Damit sind wir beim Wetter angelangt, liebe Zuschauer. Nach dem etwas durchwachsenen Wochenende wird das Wetter in der Woche jetzt stetig besser. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Am Dienstag erwarten uns Maximaltemperaturen von 15 Grad. Dazu kommt ein leicht bewölkter Himmel. Auch am Mittwoch ist der Himmel noch leicht bewölkt. Dazu Temperaturen zwischen 3 und 16 Grad. Am Donnerstag liegen die Maximaltemperaturen dann bei 17 Grad. Die Sonne überwiegt am Himmel. Es ist auch hier leicht bewölkt. Liebe Zuschauer, das war's mit dem SKB-Journal am Montag. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in die Woche und sage Tschüss. Machen Sie es gut.